Erstes Aufeinandertreffen, HSV, KSC seit dem Relegationsdrama. Nagt das noch an dir? Wie sind deine Erinnerungen? Erinnerungen sind natürlich nicht so positiv, um ehrlich zu sein. Ist ganz klar, das Ganze hatte natürlich einen negativen Abschluss. Aber ich bin damit klargekommen, das ist Teil meiner Karriere, Teil meines Lebens. Und ich freue mich einfach nur, dass es dieses Duell jetzt wieder gibt. Diesmal geht es um Punkte und keine K.O.-Spiele. Und ich will natürlich diesmal erfolgreich sein im Wildpark. Soll das so eine Art Revanche-Gedanke sein oder haben dich die Kollegen darauf angesprochen oder ist das gar kein Thema bei euch? Nee, das ist wirklich bei den Jungs gar kein Thema. Dadurch, dass ich natürlich der letzte Überbliebene bin sozusagen, die Mannschaft weiß, dass das wirklich mit dem HSV wirklich ein großer Verein auf uns jetzt zukommt, eine große, schwierige Aufgabe, eine gute Mannschaft. Aber was die Vergangenheit angeht, interessiert es mehr oder weniger nicht das Team, sondern eher die Fans und den Verein. Aber ja, wir wollen die natürlich auch glücklich machen und ich glaube, wenn wir am Wochenende siegen können, ist der eine oder andere noch glücklicher, als das jetzt schon ist.